Okay, dann herzlich willkommen zum ESB-Tutorium mit Aufgabenblatt 5 heute. Und genau, ich kann mir vorstellen, dass wir heute mal nicht so lange brauchen, was ja vielleicht auch ganz schön ist. Aber vielleicht habt ihr auch mehr Fragen, dann ist es so. Direkt die erste Aufgabe: Gleitkommazahlen, Umwandlung in Gleitkommazahlen, einfache Genauigkeit gemäß IEEE 754. Ihr erinnert euch, dass wir das letzte Woche im Endeffekt schon gemacht haben. Denn auf dem Aufgabenblatt letzte Woche ging es darum, dual kodierte Gleitkommazahlen zu bearbeiten in IEEE 754. Und ja, was wir diese Woche zusätzlich machen sollen, ist, dass wir mit Dezimalzahlen anfangen. Und ja, im Endeffekt ist das dann nur ein kleiner Schritt mehr. Aber wir können das ja mal zur Übung ganz kurz wiederholen, welche Schritte es gibt, auch ohne dass wir sie durchführen. Also, wir haben eine Dualzahl, eine Dezimalzahl, und das soll in Gleitkommazahl einfacher Genauigkeit gemäß IEEE 754 umgewandelt werden. Was waren die Schritte, die wir da haben? Wer erinnert sich da noch? Genau. Wir müssen als erstes das in Dualzahl umwandeln. Richtig. Dann Exponenten angleichen. Was meint ihr mit Exponenten angleichen? Und ist das schon direkt der nächste Schritt? Ah, genau, wir müssen erstmal mit n dieses böse Wort normalisieren. Falls die Zahl das nach oben wandelt, nicht zufälligerweise ist. Und dann müssen wir aber irgendwas mit den Exponenten machen. Das stimmt insofern schon. Was war mit dem Exponenten in der IEEE 754 Darstellung? Was wissen wir darüber? Richtig, da haben wir die Exzess-127 Darstellung. Das heißt, wir würden danach dafür sorgen, dass unser Exponent in Exzess-127 steht. Okay, und wer erinnert sich jetzt noch an den Aufbau von IEEE 754? Wie waren das? Welche Blöcke hatten wir da? Okay, genau. Es fing an mit dem Vorzeichen-Bit. Das war ein Bit. Wie war das, wenn wir eine negative Zahl haben? Wie ist dann mein Vorzeichen? Genau, also Vorzeichen war ja, ging immer darum, wenn die Zahl negativ ist, dann ist das Vorzeichen-Bit gesetzt, also dann ist es auf 1. Also ein Bit fürs Vorzeichen, das ist richtig. Wir haben 8 Bit für den Exponenten, die dann folgen, und dann die 23 Bit für die Mantisse. Wir erinnern uns auch nochmal daran bei der Mantisse, ne? Die 1 vor dem Komma fällt ja weg, weil das durch die Normalisierung immer eine 1 ist. Wird ja auch dann das Hidden Bit genannt an der Stelle. Und mal schauen im Aufgabentext, ne? Wir gucken immer auf die Aufgabentexte und wir lesen, dass es genügt dabei, wenn Sie die 8 höchstwertigen Bit der Mantisse angeben. Das heißt, für die Aufgabe
sind nur die acht höchsten anzugeben, also die ersten acht hinter dem Komma. Okay, dann solltet ihr das eigentlich auch hinkriegen, Aufgabe 5.1. Aufgabe 5.2 ist ein wenig, ja, können wir uns gedanklich dem Ganzen nur so ein bisschen annähern. Es geht hier um Größenvergleiche von Gleitkommazahlen. Und jetzt wird da gesagt, es kann Rundungsfehler geben. Ja, wenn wir mal überlegen, eine Gleitkommazahl, also es ist ja immer so ein 1, und so weiter und so weiter und so weiter mal 2 hoch irgendwas, also mit dem Exponenten. Und dann gibt es eben das schöne Beispiel hier im Text, wenn wir einen Wert nehmen, Double. Double ist übrigens dann, ne, dann haben wir doppelte Genauigkeit, also sind wir sogar bei 64-Bit-Gleitkommazahlen. 0,1 und Double B ist 0,3. Und wenn wir sagen 3 mal 0,1 und das vergleichen mit B, dann kommt der Wert false daraus. Wundern wir uns so ein bisschen, ne? Sieht ja erstmal eigentlich ganz super aus. Aber was eben passiert, sind Rundungen an dem Ganzen, weil eben nur bis zur Anzahl der Stellen der Genauigkeit das Ganze ist. Und was wir eben uns angucken müssen ist, oder was ihr euch ja nochmal angucken solltet, ist die Verteilung von der Genauigkeit. Also wenn wir uns die Darstellbarkeit von Gleitkommazahlen angucken, dann gibt es da, ich weiß gar nicht, ob in der Vorlesung auch dran war, es gibt so einen schönen Graphen. Erinnert ihr euch, wie das, wann sind Gleitkommazahlen am ehesten exakt darstellbar? Erinnert ihr euch da? Habt ihr da was gehabt? Oder könnt ihr euch das vielleicht denken? Okay. Ja, ist auch nicht so schlimm, wenn das eventuell an der Stelle nicht dran war, aber es ist so, dass halt also wir können uns das eben angucken auf unterschiedliche Mantissenlängen, ja, also auf unterschiedliche Genauigkeit auch, wenn man so will. Bei Genauigkeit ein komischer Begriff ist an der Stelle. Also auf unterschiedliche Mantissenlängen. Und wir haben um die Null herum die Zahlen, die sind relativ, da sind noch relativ viele, die wir darstellen können. Aber je weiter wir nach außen gehen, also entweder je größer oder je kleiner die Zahlen werden, dann haben wir das Problem, dass einige nicht mehr darstellbar sind. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit hier an der Aufgabe, dass wir dann diese Rundungsprobleme eben schon bei einer Zahl wie 0,1 auch kriegen können. Und deswegen, ja, deswegen ist halt die Idee, dass man jetzt erstmal sagt in A, okay, wir gucken uns an, dass wir eine Differenz haben. Und da eine Konstante uns angucken und sagen, hey, der Absolutwert von der Differenz zwischen zwei Zahlen, der muss halt kleiner sein als eine vorgegebene Konstante. Also im Endeffekt, ich mache vielleicht mal so ein paar Beispielpunkte. So, was ich eben sagte, ist, wir haben hier irgendwie unsere Mitte. Ja, da sind noch relativ viele Zahlen darstellbar, aber auch nicht alle. Und dann geht das nach außen hin, dass das immer weiter auseinandergezogen wird, was darstellbar ist, sowohl in die positive Richtung als auch in die negative Richtung. So. Und genau, je größer unsere Mantisse ist, desto mehr können wir erstmal im inneren Bereich exakter darstellen und desto später sind dann die Abstände erst so riesig. Aber vom Grundsatz her haben wir immer diese Abstandsprobleme. So, wenn wir uns jetzt überlegen, wir sagen, eine Zahl soll immer hier vom Abstand her gleich sein. Das heißt, wir schnappen uns einen Wert und sagen, sagen uns, wir gucken
Jetzt, sorry, das war jetzt etwas sehr schräg. Gucken uns hier so dieses kleine Rechteck an. Ich markiere das vielleicht besser nur oben rum, dann sieht man noch die Zahl darunter. Also wir gucken uns dieses kleine Rechteck an. Und wenn wir zwei Zahlen haben, die hier in diesem Bereich vom Rechteck liegen, also der Abstand zwischen den Zahlen so ist, dass die in diesem Rechteck quasi dann fast liegen würden. So kann man sich das grob vorstellen von der Idee mit. Dann ist es die gleiche Zahl, weil das irgendwie hier auf den gleichen Punkt verweist. So, jetzt seht ihr vielleicht schon, was ist denn, wenn ich jetzt hier einen festen Wert nehme? Na, die erste Idee ist ja, dass ich eine vorgegebene Konstante nehme. Das heißt, mein rotes Rechteck, was quasi mir den Abstand da zwischen den Zahlen gibt, um zu gucken, ob das die gleichen sind. Genau, also in der Mitte hätten wir sehr viele gleiche, vielleicht auch sehr viele false positives, also Sachen, wo uns gesagt wird, das ist gleich, obwohl es nicht gleich ist. Aber wenn wir dann irgendwie hier außen gucken, dann kann es sein, dass durch einen Rundungsfehler eigentlich vielleicht wir hier zwei Werte haben, die zueinander gehören, weil das ein sehr dummer Rundungsfehler ist, aber wir das hier nicht mehr als gleich definieren. Weil wir dann irgendwo hier zwischen dann sind. Und dann ist unser Rechteck halt irgendwie hier. Ja, ist das selbst schon fast schon größer und es reicht immer noch nicht. Genau, also das ist so die Grundproblematik hier in den Gleitkommazahlen, in die in 5.2 angesprochen wird, ist eben diese exakte Darstellbarkeit von Zahlen. So, dann ist in B gesagt, ja gut, dann machen wir halt keine absolute. Ne? Was wäre denn, wenn wir irgendwie eine relative Abweichung machen. Relativ heißt also, dass wir uns so ein bisschen angucken, ne? Wie sehen auch die Zahlen aus, wovon machen wir das vielleicht abhängig. Da könntet ihr euch was überlegen, was vielleicht eine Möglichkeit wäre. Und auch da kann ich dann nur sagen, wenn ihr dann was habt für B, eine Möglichkeit, was sein könnte als Verfahren, auch da nochmal drauf gucken. Das Problem, was in C wieder angesprochen wird, resultiert dann leider auch wieder daraus, dass wir halt hier sehr viele Zahlen haben und am Ende der Skala halt sehr, sehr breiten Abstand zwischen den darstellbaren Zahlen. Und wenn es dann heißt, naja, wie könnten wir das beheben? Dann muss man sich vielleicht angucken, was passt an welchen Stellen denn besser. Ja, also vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, ne, wo ist für uns besser zu sagen, ja, da haben wir irgendwie feste Zahlen halbwegs vom Abstand, mit denen wir reden können. Und dann, wo haben wir Zahlen, wo das vielleicht etwas schwieriger ist mit den Abständen, weil die unterschiedlicher und weiter auseinander sind. Okay, so, das ist so das, was ich euch mitgeben kann an der Aufgabe. Ich weiß, sie ist nicht ganz so einfach. Also deswegen, wie gesagt, führt euch das hier vor Augen mit der Darstellbarkeit. Was ist darstellbar? In A eben das Problem, wenn wir einen festen Wert haben, das funktioniert nicht überall so gut. Vor allem auch je nachdem, wie wir den wählen, den Absolutwert. Und ja, wenn wir das dann abhängig machen von den Zahlenwerten und das mit einer relativen machen, dann funktioniert das vielleicht auch nur an bestimmten Teilen von den Gleitkommazahlen gut. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zu 3 und da dürfen wir auch mal wieder, oder dürft ihr ein bisschen mehr was machen. Und zwar gehen wir hier hin. Wir haben einen Text, der nach einem Zeichensatz kodiert ist und das Ganze eben in Hexadezimal. Wir sehen hier also eine ganze Kette von Hexadezimalzahlen. Das sind in der Regel zwei Zahlen, die zusammengehören. Und daraus sollen wir einen Text ablesen. Wir müssen gucken, was wir nehmen von den Tabellen. Das gibt ja schon den Hinweis in der Hausaufgabe. Deswegen, wie gesagt, ist es mal gut, die Aufgabe genau zu lesen. Sonst hat man nicht böse, wenn ich mal wieder darauf hinweise. Aber tatsächlich, es stehen aber immer viele Tipps in den Hausaufgaben, die es schneller machen, sich um eine Aufgabe zu kümmern. Also das
Für die Hausaufgabe auf jeden Fall, wir einen Zeichensatz dann brauchen für UTF-8-Zeichen. Was wir hier jetzt haben, ist einen Zeichensatz, mit dem wir hier unseren Text auslesen können. Und ja, wie lesen wir jetzt aus so einer Tabelle ab, was so ein Zeichen bedeutet? Kann das mir jemand sagen? Hat sich das jemand schon angeguckt? Also wenn ich jetzt die 5,3 habe, wie finde ich aus der Tabelle raus, was da für ein Text hintersteht? Okay, genau. Wir haben links die erste Zahl und oben die zweite. Deswegen steht hier immer links. Deswegen steht hier immer links 0, Punkt, 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 1, Punkt, 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 2, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Das heißt, es ist der erste Teil von der Codierung. Dann oben für die Spalten 0, Punkt, 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 1, Punkt, Punkt, 2, Punkt, 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 Punkt und so weiter. Ja, hat jemand schon sich so die ersten Zeichen angeguckt? Also hier 5, 3, was wäre das dann? So, einmal genau gucken. Genau, wir haben eine 5, das heißt, wir gehen in die Zeile, gehen dann zu 0, 1, 2, 3, also ein großes S. Und dann haben wir immer noch rot, Moment. So, dann haben wir die 74. Da ist ein kleines T, genau, 7. Bis zur 4 weiter. Okay, hat jemand schon, ich weiß jetzt, ich glaube, das Prinzip habt ihr verstanden. Das hat bestimmt jemand schon in der Zeit, während ich hier rede und schreibe, den ganzen Text einmal durch übersetzt. Wenn nicht, können wir. Ja, vielleicht ist das uns auch ein bisschen schwer zu sehen. Sonst gucken wir erstmal das nächste, dann gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Also 2, 2e. Wo sind wir da? 2e ist das nächste Zeichen hier. Genau, das ist der Punkt. Also da müssen wir hier aufpassen. Hier sind irgendwie diese ganz kleinen, Sachen. Und aha, okay, genau. Jetzt sind wir hier bei 0a. Das ist irgendwie nicht belegt. Genau, da müssen wir nämlich ein bisschen aufpassen. Das taucht hier in der Tabelle selber direkt nicht auf, nicht belegt. Da sind ganz viele Steuerzeichen hinter. Und deswegen hatte ich das hier unten nochmal drunter geschrieben unter die Tabelle. Es gibt unter 0d das Steuerzeichen CR und es gibt unter 0a das Steuerzeichen LF. Da müsste in den Vorlesungsunterlagen eigentlich auch das nochmal in der entsprechenden Tabelle zu finden sein. Sonst müsstet ihr nochmal nach einer UTF-8-Tabelle gucken. So, aber an sich, ne, ist das deswegen hier das 0a, sagt uns, dass wir hier das Steuerzeichen LF haben. Ich schreibe das erstmal hier so rein. Wir markieren uns das, dass das hier nochmal ein Steuerzeichen ist. Wir uns gleich mal angucken müssen, was das eigentlich macht. Okay, und danach geht es ganz normal weiter. Ne? 4, 5, das war ein E. Ich mache das jetzt einmal zu Ende durch. Ich glaube, das Prinzip habt ihr verstanden. Dann kommt 2 mal 6c. Das sind zwei kleine Ls. Dann kommt 6, 9, ein kleines I.
6e ein kleines n, 6,7 ein kleines g, 6,5 ein kleines e und 6e ein kleines n. Okay, und die Frage dazu, ob man die Tabelle auswendig können muss für die Klausur oder wie es in der Klausur ablaufen würde, wenn man so eine Aufgabe hat. Also, ich kann natürlich immer nur aus dem gehen, was ich in den letzten Jahren so miterlebt habe. Ich habe nicht erlebt, dass man diese Tabelle auswendig lernen muss. Das ist auch relativ blödsinnig, wenn man dann für alle möglichen Zeichenkodierungen das auswendig lernen muss. Sondern dass es, wenn es eine Aufgabe der Art geben würde, dass dann auch eine entsprechende Tabelle dazu gestellt werden würde. Ich kann euch natürlich nicht versprechen, dass das so ist wieder. Wie gesagt, ich kann nur von dem gehen, was in den letzten Jahren war. Aber eine gute Frage. Wie gesagt, normalerweise hatte ich eigentlich erlebt, dass die Dozenten von RSB, sei es Andreas Meder oder sei es auch Norman Hendrich, wenn der das gemacht hat, vernünftig nachgedacht haben, was lohnt sich jetzt wirklich auswendig zu lernen und was ist eigentlich eher unsinnig, weil man das sowieso, wenn man es braucht, dann nachschlagen würde. Gut, das heißt, wir haben hier dieses LF. Weiß jemand zufälligerweise von euch schon, wofür das LF steht? Genau, das steht für Line Feed. Es gibt zwei Sachen. Das eine ist Carriage Return, das ist das CR. Und es gibt LF, das steht für Line Feed. Damit man das sich einmal merken kann, gucken wir uns an, wo es eigentlich herkommt. Das kommt nämlich aus der guten alten Zeit der Schreibmaschinen. Ihr kennt das vielleicht, irgendwo habt ihr das mal gesehen, irgendwelchen Intros oder so. Ich weiß, Schreibmaschinen ist ewig her. Ja, dass man hat da so einen Wagen, der über das Blatt ging. Mit jedem Anschlag ging der einen Schritt weiter. Das heißt, ich habe hier so meine Zeile. Dann habe ich hier meinen Wagen, das blaue Kästchen, der hier auf einem, der quasi immer einen Schritt noch weiter gerattert ist, wenn man was drauf getippt hat. Und wenn man dann in die nächste Zeile kommen wollte bei der Schreibmaschine, dann gab es zwei Sachen, die man machen musste. Das eine war, man musste den Carriage Return auslösen, also der Wagen musste nach vorne zurück. Daher kommt das Carriage Return. Und man musste, weil der Wagen ist ja auf der physischen, auf dem physischen blauen Balken, so eine kleine Schiene, auf der Schiene zurückgegangen nur, um in die nächste Zeile zu kommen, musste man noch einen weiter nach unten das Ganze schieben, beziehungsweise, also das Blatt wurde einen höher geschoben, aber effektiv war man dadurch einen weiter unten. Und das ist der Line Feed. Okay, ich hoffe, damit werdet ihr euch das immer irgendwie merken können. Also Carriage Return, dieser blöde Wagen kommt zurück. Line Feed, es geht einen runter. Und das ist für uns so die Hilfe, dass wir hier einen Zeilenumbruch haben. Das heißt, wenn wir das Ganze uns anschauen würden, dann würde hier quasi stehen ST Punkt Schrägstrich N oder Backslash N für den Zeilenumbruch und dann in der nächsten Zeile Ellingen. Wobei das Backslash N dann halt nicht ausgegeben werden würde, sondern uns einfach der Zeilenumbruch dann gegeben würde. So, jetzt gibt es verschiedene Rechner, mit denen das erstellt werden kann. Und genau, was macht denn der Carriage Return? Ja, genau, da kommen wir jetzt nämlich dazu. Es gibt verschiedene Rechner, mit denen so ein Text erstellt werden worden sein kann. Also das eine, was wir irgendwie halt alle kennen, ist, es gibt Windows-Rechner. Also das also klassische Windows-Betriebssystem. Das macht für einen Zeilenumbruch folgende Steuerzeichen zurzeit. Ich sage bewusst zurzeit, wer weiß, vielleicht ändert sich das ja mit Windows 11. 0D, 0A. Das macht also komplett dieses Carriage Return und dann Line Feed. Was es aber auch gibt, sind Linux-Unix-Rechner. Also Betriebssysteme. Ich sage mal Rechner, Betriebssysteme in der Regel. Können ja auf der gleichen Hardware laufen. Also Linux oder Unix, die sparen sich nämlich das Carriage Return. Die sagen einfach nur Line Feed. Warum?
kann man halt so machen, ne? Wir brauchen halt dieses Physische, brauchen wir nicht, das ist ja vollkommen egal. Wichtig ist ja nur, dass das System weiß, ob wir halt in die nächste Zeile gehen. Und unter Windows wurde es halt komplett umgesetzt, wie man es von der Schreibmaschine kennt. Und bei Linux, Unix hat man sich gesagt, wir müssen eigentlich nur wissen, dass wir eine Zeile weitergehen. Alles andere ist implizit mit dem Carriage-Return. Okay. Das heißt, was wissen wir über diesen Text? Auf was für eine Maschine, auf was für einen Rechner wurde der erstellt? Genau, das ist irgendwie ein Linux- oder Unix-Rechner gewesen, dadurch, dass wir eben kein 0D0A haben. Das heißt, für die Hausaufgabe müsst ihr dann auch eben gucken, was habt ihr vorliegen? 0D, 0A oder nur das 0A. Und entsprechend ist es dann halt von dem Windows oder von dem Linux-Unix-Rechner erstellt worden. An sich sind Dokumente, die zwischen Windows und Linux ausgetauscht werden, untereinander ja kompatibel, dass man die genauso auch lesen kann. Wenn die Formatierung nicht sauber ausgewählt wurde, was es ist, oder gerade auch bei älterer Software, dann kann es sein, dass da irgendwie mal Textdokumente dann rausfallen oder überhaupt Dokumente rausfallen, wo dann man das unter Windows lädt und hat das von vielleicht einem Kommilitonen bekommen, der das auf Linux gemacht hat oder hat sich irgendwie was aus dem Internet geholt, eine alte Datei aus irgendeinem Git-Projekt, öffnet die und stellt fest, oh, da fehlen die ganzen Zeilenumbrüche. Na, dann wisst ihr jetzt, woran das liegt. Dann liegt das nämlich daran, weil es eine alte Datei ist, die wo dann eins von den beiden Systemen dann nicht sauber vielleicht damit gearbeitet hat oder in der nicht erkannt hat, dass das von einem anderen System kommt oder zum anderen kompatibel sein soll. Gibt da viel, verschiedene Lösungen. Entweder das Linux Unix das doch irgendwo noch mit exportiert oder das Windows das akzeptiert. Ne, wenn Windows halt nicht das 0D sieht, dann fehlen einfach die Zeilenumbrüche. Die meisten besseren Anzeigeprogramme für Textdateien, auch unter Windows, die akzeptieren das einfach und wissen schon, dass das dann aus irgendeinem Linux- oder Unix-System kommt. Ja, aber vielleicht kennt ihr das und habt das mal gesehen. So, egal. Hier ging es eben hauptsächlich darum, mal sich Codierung anzuschauen. Dass Codierung an sich relativ einfache Sache ist, wenn man eine Tabelle dazu hat. Wir gleichzeitig aber auch froh sein können, dass wir das nicht jedes Mal per Hand machen müssen, sondern dass das die Computer für uns tun. Und genau, wie das hier eigentlich mit dem Carriage Return und dem Line Feed ist. Dann haben wir auch schon 5.3 und wir können weitergehen zum Thema Shift statt Multiplikation. Und zwar. Genau, wir machen erstmal einen ganzen Komplex. Wir gucken uns für 5.4 und 5.5 einmal an, wie das überhaupt mit diesen ganzen Operationen und so aussieht, was wir da alles haben. Das heißt, wir fangen mal an. Was gibt es denn so schöne Operationen, die man machen kann und wohin man shiften kann? Das erste, was es gibt an Shifts, ist der normale logische Shift nach links, der dann so aussieht: Wir haben eine Zahl x, die wird links geschiftet. Als Shift links wird das bezeichnet, SHL oder als logischer Shift, um n Stellen. Und genau, weiß jemand, was dann passiert, wenn ich das jetzt um eine Stelle nach links verschiebe? Wie würde dann, wenn ich mit der Zahl 1001 anfange, wie würde das dann aussehen? Habt ihr euch das zufällig angeguckt? Also wenn ich jetzt sage, ne, ich schiebe um einen nach links, was passiert dann mit meinen Zahlen hier? Okay, genau, ich kriege 0010 raus.
Also jede Stelle wird um einen nach links verschoben. Die 1 kommt hier hin. Die 0 kommt hier hin. Die 0 kommt hier hin. Und ja, wenn wir 4-Bit-Breite haben, womit wir hier gestartet sind, dann ist die 1 weg, die fällt raus, ab in die Luft. Und wir haben aber nur drei Stellen. Das heißt, wir brauchen hier von rechts, dass wir auffüllen. Und wir füllen in dem Fall immer mit Nullen auf beim logischen Shift hier nach links. Das heißt 0, 0, 1, 0. Jetzt können wir natürlich auch den Shift in die andere Richtung haben. In dem Fall ist das hier benannt als arithmetischer Shift nach des Ganzen, also Shift arithmetisch. Auch wieder X, Pfeile in dem Fall nach rechts und um N stellen. So, was passiert hier? Was wisst ihr vielleicht? Was habt ihr da irgendwie schon euch angeguckt? Was passiert beim Shift nach rechts, wenn ich jetzt eine Stelle verschieben will? Was kommt da raus? Vielleicht worauf muss ich auch achten? Ah, genau, das ist das, wo unsere Zahl vorne wieder, wobei nicht rankommt. Also wir müssen auf jeden Fall auf die erste Zahl vorne links gucken. So, sagen wir mal das. Ich bin mir nicht sicher, ob du das gleiche meinst wie ich. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir vorne auf die erste Zahl achten. Also wir schieben unsere Stellen alle ein nach rechts. 1, 0, 0 ist das, was wir auf jeden Fall haben. Und vorne, genau, die Zahl vorne, die bleibt stehen. Das heißt, die verdoppelt sich quasi. Wenn es eine 1 vorne ist, dann bleibt eine 1 stehen. Wenn eine 0 vorne ist, dann bleibt eine 0 stehen. Und die Zahl, die ganz rechts ist, die fällt raus. Die ist weg. Okay. Schon mal was Unterschiedliches. Wir haben noch einen Shift. Und zwar können wir das haben mit drei Pfeilen nach rechts. Und das ist der logische Shift nach rechts. Und der ist jetzt ein bisschen anders. Auch hier werden erstmal am einfachsten, ne, die drei Stellen werden weitergeschoben. Aber was passiert jetzt hier auf der ersten Stelle? Der SRL. Also, ne, wenn ich schon gesagt habe, er bleibt nicht stehen, dann, oder es ist anders als eben, dann wird er wohl nicht stehen bleiben. Sonst helfe ich euch mal, an der Stelle wird mit 0 aufgefüllt. Ja, das heißt, wir haben unsere 0, die wir irgendwo hernehmen. Und mit der füllen wir auf. Das heißt, wenn wir den logischen Shift nach rechts machen, dann füllen wir vorne mit Nullen auf. Ist egal, was vorher als erster stand, wir füllen mit Nullen auf. Wenn wir den arithmetischen Shift nach rechts machen, dann füllen wir mit dem MSB auf, also dem, was vorne stand. Und das hängt dann davon ab, was die erste Zahl war. Ist ganz interessant, wenn man natürlich dran denkt, ne? Wenn wir sowas haben. Wir wissen zum Beispiel, ob Zahlen im Zweierkomplement stehen, negative sind, aha, dann bleibt immer die 1 vorne. Das ist natürlich praktisch, dass das Vorzeichen dann immer auch gesichert ist. Beziehungsweise immer die 0 vorne, wenn es vorher eine positive Zahl war. Beim logischen Shift wird einfach nach rechts geschoben. Letzte Zahl fällt einfach raus. So, und ich habe ja schon zweimal gehört. Was ist denn hier, ne? Irgendwie kommt da nicht irgendwie vorne was ran. Das sind nicht die Shifts, das gibt's aber auch. Das sind nämlich die Rotates. Und gibt es zwei, die wir haben können. Das Rotate Left und das Rotate Right. Und im Endeffekt ist das relativ ähnlich.
Also wir können das Rotate Left haben. Dann wird jede Zahl ein. Also ich habe hier jetzt mal alles, sollte ich vielleicht nochmal dazu schreiben. Für n gleich 1 hier gemacht in dem Beispiel. Wir können natürlich auch um mehr Stellen schieben, aber um das erstmal zu verstehen, machen wir alles mit n gleich 1. So, das heißt, hier wird alles um eine Stelle geschoben. Und die Zahl, die ganz vorne war, beim Rotate Left, die wird da mal rumgeschoben und kommt an die letzte Stelle. Das heißt, die 1, die landet dann da vorne. Und aus der 1001 wird die 0011. Das gleiche beim Rotate Right. Jede Stelle erstmal ganz normal jetzt hier einen um einen nach rechts geschoben. Das heißt, wir haben hinten schon mal die 100. Und die letzte Stelle einmal komplett rumgeschoben und auf die erste Stelle 1100. Das heißt, beim Rotate gehen keine Zahlen verloren, sondern es wird entweder links rum rotiert oder es wird rechts rum rotiert. Und ist halt wie so ein Endlosband. Was, ne, wie wenn wir auf der Innenseite vom Gummiband immer oder auf der Außenseite vom Gummiband immer rund gehen. Dann gucken wir uns das an einer Stelle an. Aber die Zahlen, die nebeneinander liegen, sind immer die gleichen. Und von hinten nach vorne, dann wrappt es halt wieder. So, ich muss gerade mal gucken. Hier ist irgendeins. Das verdeckt hier ein bisschen. Nicht der. Wer ist das? So, jetzt erstmal zu den Fragen. Die eine Frage war: Die eine Frage, läuft es bei SRL, SA und SHL immer gleich ab? Ja, also im Sinne von dem, wie wir es jetzt besprochen haben, läuft es halt so ab. Eben mit der Anzahl Stellen, die es gibt. Das ist eben genau der Unterschied zwischen denen. Also SHL alles nach links schieben und von rechts mit Nullen auffüllen. SRL alles nach rechts schieben und von links mit Nullen auffüllen. Und Besonderheit eben ist der SRA, wo wir nach rechts schieben, aber die erste Stelle behalten. So, was passiert bei SRA, wenn n größer als 1 ist? Ne, dann würden wir weiterschieben. Also wenn wir jetzt hier SRA gleich 2 gehabt hätten, dann wäre unsere Zahl, bei der wir wären, wären wir bei 1, 1, 1, 0 und die nächste 0 ist wieder rausgefallen. Auch hier das Ganze weitergeschoben und die erste Stelle würde stehen bleiben. Das Ganze, wie gesagt, wir können halt auch n mal das Ganze, also nicht n mal, wir können das halt auch mehrfach machen. N gleich 1 ist halt einmal jeweils geschoben oder rotiert, aber wir können n auch deutlich größer natürlich machen. Das heißt, wenn wir ein ganz großes n haben, dann bleibt das Vorzeichen bei SRA immer bestehen, aber wir haben halt ganz häufig die gleiche Zahl, wie sie auch das Vorzeichen da stehen. Was vielleicht ganz interessant ist, wenn man bei einer Zahl dafür sorgen will, dass das Vorzeichen berücksichtigt und beibehalten wird. Warum könnte das spannend sein? Na, gucken wir uns vielleicht später an. Okay, das erstmal dazu. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir noch mehr an der Stelle brauchen oder schon weitergehen. Ja, ich glaube, damit können wir erstmal die Aufgabe 5.4 uns angucken. Das heißt, wir gehen zu. Shift-Operation statt Multiplikation.
Was sagt uns der Text dazu? Wir sollen möglichst effizient die Multiplikation ersetzen. Erlaubt sind nur noch die Operatoren hier nach links, das Ganze. Wir gucken nochmal. Das war der Shift links. Ja, also vorne erste Zahl fällt weg. Mit Nullen wird aufgefüllt. Sowie Plus und Minus. Ja, was wissen wir über Multiplikation? Wir können nämlich sagen, bei so einer Shift-Operation, wenn wir das haben, und wir shiften um n Stellen nach links. Wir wissen ja, im Dualsystem steht jede Stelle für eine Zweierpotenz. Das heißt, wenn wir um eine Stelle nach links verschieben, dann ändern wir ja was um unsere Potenzen. Deswegen entspricht sowas wie das x um n nach links geschoben, als wenn ich sagen würde, ich habe meine Zahl x und ich multipliziere mal 2 hoch n das Ganze. Also für 1, wenn ich um n nach links schiebe, dann ist es das gleiche, wie wenn ich sage x mal 2 hoch 1. Na, um dann auf die nächste Potenz zu kommen. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil wir uns dann eben vielleicht eine Hardware-Komponente sparen können, die Multiplikation nicht durchführt, sondern stattdessen Shift-Operation. So, wenn wir jetzt uns Beispiel angucken, also angenommen, ich sage, ich mache einen Linksshift um 3. Mit wie viel würde ich x dann multiplizieren? Genau, das ist mal 2 hoch 3 oder auch 8. Also das hier ist 2. Wenn ich mir das als Zahl angucke, dann bedeutet das nichts anderes, als wenn ich hier so eine 5er-Bitkette habe. Meine 1 stand vorher ganz rechts. Und ich habe um 3 Stellen nach links geschoben. Dann ist eine Stelle, zwei Stellen, drei Stellen. Dann ist es an der zweiten Stelle gelandet. Und das Ergebnis ist dann diese Zahl und entspricht dann tatsächlich einem x mal 2 hoch 3. Okay, nochmal gucken, dass alles verstanden haben. Ich mache x-Shift links mit 6. Welcher Multiplikation entspricht das? Genau, mal 2 hoch 6 ist das. Okay, jetzt wo wir wissen, wie wir Shift auch anders schreiben können, schauen wir uns Zahlenbeispiele dazu an. Und wir gucken, wir nehmen mal die Zahl. War noch die Frage nach ungeraden Zahlen? Naja, die 3 war auch ungerade, ne? Also es ist ja, das N ist ja immer die Frage, wie viel Stellen schieben wir das Ganze. So, wir nehmen mal die Zahl. Wir sagen, Y ist hier gleich 10 mal X. Und wir sollen das Ganze mit Shift schreiben statt mit Multiplikation. Wie können wir da vorgehen? Habt ihr da eine Idee? Oder seht ihr zumindest, was erstmal, worauf wir achten müssen, was vielleicht das noch nicht so einfach macht, wenn ich das habe? Also ich will 10 mal x, will ich mit Shift darstellen. Was ist vielleicht erstmal ein Problem und was kann ich machen? Genau, ich muss gucken, 10 ist keine Zweierpotenz. Ja? Zweierpotenz. Ja, also ist nicht einfach als Zweierpotenz darstellbar. Und
Ich muss dann gucken, ob ich das irgendwie aufteilen kann. Und das kann ich tatsächlich machen, indem ich das in 8 und 2 aufteile. Denn 10 ist das gleiche wie 2 hoch 3, also 8 plus 2 hoch 1, also 2 mal x. Ja, das heißt, ich nehme meine Zahl und zerstückel die, sodass ich das Ganze mit Zweierpotenzen darstellen kann. Und jetzt müsstet ihr mir aber auch schon sagen können, wie das dann in Shift-Schreibweise aussieht. Genau, ich habe erst den Shift um 3 nach links plus dann den um 1 nach links. Ne, passt auf, dass, wie wir das hier auseinandernehmen. Aufgrund von den ganz normalen Rechenregeln, wie wir sie sonst auch schon aus der Schule kennen, dürfen wir hier das einmal ausmultiplizieren. Das heißt, wir haben eigentlich 2 hoch 3 mal x, das ist das erste. Plus 2 hoch 1 mal x, das ist das zweite. Ne, einmal gut aufpassen. Hier war zwischendurch auch ein Vorschlag, ob man das auch mit 2 hoch, also mit x Shift 4 machen könnte. Dann hätten wir ja einen anderen Wert. X Shift 4 wäre mal 16. 2 hoch 4 ist 16. Dann hätten wir 16 mal x gehabt an der Stelle. Dann x. Achso, ja, genau. Statt der 2 muss dann x sein. Gut aufgepasst. Dankeschön. So, und eben war nochmal eine Frage nach dem Beispiel hier mit der 6. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wenn ich mit dem gleichen Beispiel hier mit der 6 anfange. Und wir schieben das, dann wäre Stelle 5 wäre hier und die 6 ist einen davor. Okay, das heißt, wir müssen wieder gucken. Moment, wir hatten hier den Linksshift. Was war, wenn wir rausschieben nach links? Oh, geht verloren. Das heißt, in diesem Beispiel würde, wenn wir nur 5 Bits haben, tatsächlich 5 mal 0 rauskommen, weil die 1 links rausgefallen ist. Die Frage kam eben zwischendurch noch. Hätten wir mehr Bits, würden wir halt, bei 6 Bits wäre das dann an der ersten Stelle die 1. Bei 7 Bits wäre sie an der zweiten. Also das wäre dann, wie gesagt, einfach die 1 nach links durchgeschiftet. Und wenn wir halt nicht wissen, was es ist, dann gucken wir halt eben nochmal, wie war die Definition für den Shift und was passiert da. Also alles nach links raus, fällt weg. Gut, wir haben 10 mal x. Wir wissen, wir machen das Ganze, brechen das in Zweierpotenzen runter. Wir können noch mal eine andere Zahl nehmen. Und zwar können wir uns zum Beispiel angucken, die minus 48, damit wir auch mal eine negative Zahl haben. Was kann ich jetzt bei der minus 48 machen? Habt ihr da eine Idee? Okay, ja, ich kann das mit minus 32 und minus 16 machen. Das heißt, ich hätte minus 32, minus 16. Das wäre eine Möglichkeit. Würde das dann auseinanderziehen. Dann wäre ich bei 2 hoch 5 und 2 hoch 4.
Und hätte dann jetzt den Punkt, dass ich gucken müsste, wie gehe ich denn eigentlich damit um, wenn ich so eine negative Zahl habe? Habt ihr da eine Idee? Oder habt ihr vielleicht sogar eine geschicktere Idee? Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Wir haben jetzt einen Weg eingeschlagen. Naja, also ich sag mal, es ist nicht. Oder vielleicht kommt da noch was. Ja, okay, wir können versuchen, was umzuformen. Genau, wir können ja mal schauen. Es wäre jetzt nicht so richtig hübsch, ne? Aber wir können ja sagen, wir haben ja irgendwie unsere Null, ziehen davon den einen Shift ab. Das ist der Shift um 5 minus nochmal den Shift um 4. So dass wir halt das alles berücksichtigen. Nicht sonderlich hübsch, aber ginge. Wir können aber versuchen, das ohne irgendwo so eine hässliche Null und anders darzustellen. Man kann auch gucken, wenn wir eine negative Zahl haben wollen, wie kommen wir denn auf eine, warum wird eine Zahl eigentlich negativ? Also, das mal so rumzuüberlegen. Wann komme ich, wenn ich eine Rechnung durchführe, wann habe ich eine negative Zahl? Ganz allgemein gesagt. Ja, das habe ich ja immer dann, wenn ich eine Subtraktion zum Beispiel durchführe und meine zweite Zahl ist größer als die erste. Das heißt, ich kann auch versuchen, durch eine größere Subtraktion einer zweiten Zahl von einer ersten Zahl auf eine negative Zahl zu kommen. Also auch das irgendwie natürlich auseinanderzuziehen. Und wenn man mal guckt, minus 48, was kann ich abziehen? Ich kann. Minus 16 reicht noch nicht. Minus 32 abgezogen reicht auch noch nicht. Minus 64 bin ich deutlich drüber. Okay, von was müsste ich 64 abziehen, damit ich auf minus 48 komme? Ne? So rum kann ich da auch rangehen. Und in dem Fall ist es relativ einfach, weil es halt tatsächlich 16 ist. Also 16 minus 64 führt auch zur minus 48. Das macht die ganze Schreibweise nämlich ein bisschen hübscher und übersichtlicher. Dann haben wir nämlich die 16 ist die 2 hoch 4. Minus 2 hoch 6 mal x das Ganze. Und ich würde hier einfach schreiben x Linkshift 4 minus x Linkshift 6. In Bezug auf Effizienz ist es allein schon, das ist eine Klammer zu viel, ist es allein schon dadurch effizienter, dass ich ja dann nur drei Berechnungen durchführen muss, drei Operationen. Einmal den Shift, das Minus und noch ein Shift. Und hier oben hätte ich eigentlich dann minus Shift minus Shift. Oder müsste halt sehr genau gucken, wie ich meine Zahl hier bearbeite.
Insofern ist das eigentlich die schönere Variante, wenn wir das so für negative Zahlen machen. Also auch da eben das Zusammenstückeln und gucken, was ziehen wir wie ab. Okay, das sollte dann alles sein, was für 5,4 nötig ist. Und wir gucken uns für 5,5 einmal an, wie das aussieht mit bitweisen Operationen. Damit wir nicht nur wissen, wie Shifts aussehen, sondern eben noch ein bisschen mehr dazu. So, was haben wir da Schönes? Also, wir können anfangen und sagen, wir haben zwei Zahlen, die als Dualzahlen existieren. Das ist einmal hier unser x, einmal unser y. Und dann können wir bitweise auf den rechnen. Bitweise heißt also, dass wir wirklich Bit für Bit durchgehen und Stelle für Stelle durchgehen und nicht einfach nur im Großen und Ganzen irgendwie zwei Zahlen zusammenklatschen. Beziehungsweise eine Prüfung machen, ist das gleich oder ähnliches. Wie äußert sich das? Wir können sowas haben wie, was ist dann so eine Tilde davor? Das ist nicht x, das ist die Negation. Wenn ich jetzt nicht x bitweise habe, dann gucke ich drauf und sage, es ist 1, also 1 wird zu 0, 0 wird zu 1, 1 wird zu 0 und 1 wird zu 0. Das heißt, 0, 1, 0, 0 wäre mein nicht x, wenn ich hier oben mit den Beispielen anfange. Was haben wir noch außer der Negation? Wir können haben ein x und y. Das heißt dann auch and, also die Verundung. Hier wird jetzt an jeder Stelle geguckt, ob bei den beiden Zahlen, zwischen denen das and steht, eine 1 ist. Und wenn ja, dann wird die 1 übernommen. Und wenn nur an einer von beiden oder an keiner Stelle eine 1 ist, dann bleibt es bei einer 0. Das heißt, an welcher Stelle hätte ich jetzt hier eine 1 in meinem Ergebnis, wenn ich x and y rechne? Achtung, x and y, es wird nur die 1 übernommen an der Stelle, wo beides eine 1 hat. Genau, das ist dann 0, 0, 1, 0. Denn nur an der dritten Stelle haben sowohl x als auch y eine 1. Ich habe eben schon ein anderes Ergebnis gesehen. Das wäre, dass x, dann so ein Querstrich fürs oder, x oder y. Das gibt mir das Ergebnis raus, dass an jeder Stelle, wo ich in mindestens einer der beiden Zahlen eine 1 habe, dann kommt auch im Ergebnis eine 1 raus. Das heißt, hier würde dann 1, 0, 1, 1 kommen, weil jede der Zahlen mindestens immer eine 1 hat an Stelle 1, 3 und 4. Nur an der zweiten Stelle sind beide 0. Da gibt es keine 1 zum Übernehmen von einer der Zahlen. Das ist das OR. Und schließlich gibt es noch das X. Das ist dann hier mit diesem Hochzeichen. Das ist das XOR, also das exklusive Oder. Nochmal auf XOR ausgesprochen. Da ist nur dann eine 1 im Ergebnis, wenn an der Stelle, wo wir vergleichen, exklusiv an einer von den beiden Stellen. Oder an einer von denen können theoretisch auch mehr Zahlen vergleichen in dem ganzen Verbund, wenn nur an einer von den beiden Stellen eine 1 ist. Ja, das heißt, da wo eine 0 ist, da bleibt eine 0. Da wo an beiden Stellen eine 1 ist, ist es nicht exklusiv, also ist es auch eine 0. Nur wo an genau einer von den beiden Stellen oder an einer von den Stellen von meinen Zahlen, die ich in der XOR-Vergleich drin habe,
Da kommt eine 1 am Ende raus. Was wäre dann hier das Ergebnis? Also gut, ihr habt schon geschrieben, genau, das ist die 1001. Na, weil an der zweiten Stelle ist 0 bei beiden, da kommt nichts. An der dritten Stelle ist 1 bei beiden, das heißt, das wäre keine exklusive 1. Und damit kommt das auch nur an der Stelle. So, was ist für Aufgaben manchmal noch sehr spannend? Wir können. Wir können das AND gut immer nutzen. Jetzt noch mal hier das Stichwort Bitmaskierung. Das heißt, wir können uns eine Maske, eine Bitmaske geben, die wir anwenden. Um halt. Na, jetzt wird natürlich die Frage kommen, was heißt das Ganze eigentlich, um Bits dann zu setzen. Also, wenn ich jetzt, Moment, da ist er noch komisch umgebrochen. Wenn ich jetzt eine Zahl habe, wo ich irgendwie will, dass immer an der ersten Stelle eine 1 vorkommt. Also das da was, wo ich will, dass auf jeden Fall an der Stelle dann eine 1 vorkommt. Nee, nicht auf jeden Fall, sondern wenn ich mir eine 1, dass da, wenn ich eine 1 behalten will, wenn da eine ist, so rum, und alles andere auf 0 setzen will, dann kann ich halt, dann brauche ich eine Bitmaske, wo an der Stelle 1, an der ersten Stelle eine 1 ist und an der restlichen 0. Wenn ich dann AND mache. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe die Zahl 1100 und pack da eine Bitmaske drauf, die irgendwie so 100 aussieht. Dann würde halt am Ende auch nur an der Stelle eine 1 stehen können, wo ich den in der Bitmaske vorher habe. Jetzt kann ich natürlich an der gleichen Stelle das auch haben, dass ich eine Zahl habe, die so aussieht. Wenn ich dann jetzt mit der Bitmaske drauf gehe, dann würde in dem Fall nichts rauskommen. Also das heißt, hier könnte ich mit einer Bitmaske gucken, dass ich sage, hey, ist an der Stelle eine 1 und nur da interessiert es mich, wo ich auch in der Bitmaske was habe, wenn ich das mit AND mache und alles andere wird automatisch auf 0 gesetzt. Weil ich das auch mit OR natürlich machen kann. Hier kann ich auch eine Bitmaske ansetzen. Anwenden, ne? Was kommt beim OR raus? Müssen wir überlegen, wenn ich eine bekannte Bitmaske mit OR anwende auf eine unbekannte Zahl, dann weiß ich, dass am Ende an dieser Stelle auf jeden Fall dann immer eine 1 ist, wo ich eine 1 hatte. Ich weiß nichts über die anderen Stellen, aber an den Stellen, wo in der Maske eine 1 ist, weiß ich, dass es nachher auf jeden Fall eine 1 ist im Endeffekt in der Zahl. Wofür ich das brauche, muss ich dann gucken. Aber so kann ich das dann jedenfalls sicherstellen. Na, das würde dann hier eben bedeuten, dass hier tatsächlich aus der 0100 durch ein OR eine 1100 rauskäme. Sollte ich das vielleicht hier noch einmal zwischenschreiben, was wir genutzt haben. So, dann kam die Frage hier, müsst ihr das eigentlich wirklich wie ein Java-Code schreiben? Im Endeffekt geht es um kurz, also wirklich eine kurze Antwort. Wenn es heißt, ein Java-Code, dann wirklich so das Minimum an Java-Code, was
was darum ist. Das betrifft sowas wie, dass wir dass wir unseren Methodennamen haben, und dass wir den Inhalt unserer Methode haben, dass wir unsere Parameter haben, das gehört noch dazu. Genau, wir gucken uns das mal mit zwei Beispielen an, die wir durchrechnen können. Und dann gucken wir, was das für uns bedeutet. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob uns noch was fehlt. Wir haben dieses Jahr NAND, XNOR, Rotate Left und Ups. Ich glaube, da kommen wir an der Stelle ganz gut so mit zurecht, was wir jetzt haben. Wollen ja auch nicht übertreiben. Gut, wir gucken uns mal zwei Beispiele an. Und zwar nutzen wir hier mal das. Nutzen wir mal das BitNOR. Mal gucken, ob das vom Platz noch reicht. Was sollten wir eigentlich noch hinkriegen? Okay. Das heißt, wir müssen einmal gucken, bei 5.5, welche Operationen dürfen überhaupt benutzt werden? Und von den Operationen. Genau, von den Operationen erlaubt ist es relativ eingeschränkt, was überhaupt genutzt werden darf in 5.5, und es ist noch eingeschränkter, was wir überhaupt benutzen dürfen in Bit, NAND, NOR, XNOR, je nachdem, was wir halt machen in den Aufgaben. Also wir fangen mal an und dann wird hoffentlich so ein bisschen klarer, wohin die Aufgabe geht. Wir nehmen mal ein BitNOR. BitNOR hat zwei Eingabewerte. NOR steht für NOT oder, also ist nochmal eine NOT-Verknüpfung von oder. Das Ganze bitweise. Und Operatoren, die erlaubt sind, ist in dem Fall das und die Negation. Also, wenn wir das haben, dass wir hier mit anfangen sollen, dann müssen wir uns überlegen, okay, wie können wir vorgehen? Was wissen wir als erstes über das BitNOR überhaupt? Wann gibt das BitNOR uns überhaupt welche Werte zurück? Was wir also uns vielleicht als erstes aufschreiben sollten, ist, wie das BitNOR definiert ist. So. Das ist, also wenn das eine NOT über ein Oder ist, dann heißt es, wir haben ein X oder ein Y. Und das Ganze ist negiert. Und jetzt stellen wir fest, das passt nicht so ganz. Negation ist okay, aber dieses Oder-Zeichen hier drin, das ist nicht erlaubt, das Or. Weil wir dürfen ja nur AND und die Negation nehmen. Habt ihr eine Idee, wie wir das NOR umformen können? Genau, vielleicht in irgendwas, wo wir dann ein UND haben.
Okay, genau. Wir können da hingehen zu nicht x. Das ist das gleiche wie nicht x und nicht y. Warum dürfen wir das Ganze? Gibt da so eine Regel, die dahinter steckt, die uns das erlaubt, dass wir das so einmal umformen dürfen? Richtig, genau, das waren die Regeln nach dem Morgen. Ja, dass wir also, wir haben eine Negation über einem, in dem Fall einem Oder. Dann dürfen wir auch das Ganze mit dem Morgen umformen, dass aus nicht x oder y wird ein nicht x und nicht y. Das x da vergessen, sorry. Umgekehrt ginge das natürlich auch, ne? Wir dürfen genauso auch, wenn wir haben ein nicht in Klammern x und y, dürfen wir das natürlich auch umwandeln. Dann wandelt sich hier in der Mitte das von dem und zu einem oder und wir hätten nicht x oder nicht y. Also das sind die beiden Anwendungsmöglichkeiten von dem Morgen, die wir hätten. Und was haben wir jetzt an der Stelle? Oh, wir sehen, wir haben nicht, wir haben, also wir haben die Negation, wir haben und. Und das ist alles erlaubt. Das heißt, an der Stelle können wir schon das Ergebnis aufschreiben. Und wir sind hier, wenn wir da eine Methode schreiben sollen, es ist public, es ist eine Static-Methode an der Stelle, kann man sich immer drüber streiten, geht einfach nur darum, dass das hier eine feste Methode ist, die wir nicht mehr ändern. Als Ergebnis, wir haben eine Aufgabe, genau, das habe ich jetzt ein bisschen vorgegriffen. Alle Eingabeparameter und Rückgabewerte sind jeweils 32-Bit-Integer-Werte, steht da schon. Also da steht schon ein bisschen der Hinweis für uns, was ist der Rückgabewert, das ist Int, Integer. Und unsere Parameter sind auch vom Typ Integer. Dann habe ich den Namen der Methode, nennt sich BitNor. Ich habe meinen Eingabewert x. Ich habe meinen Eingabewert y, beides vom Typ Integer. Und dann fängt meine Methode an. Und im Endeffekt ist das eine Rückgabe von dem, was ich hier gerade gesagt habe. Zack. Semikolon nicht vergessen. Methode abschließen. Fertig. Ihr seht also zumindest für die einfachen Berechnungen, die einfachen Formeln geht das auch relativ schnell und kurz. Ihr sollt da nicht irgendwie groß, riesig viel was schreiben in Java oder so. Die ist halt eher, ich glaube, ihr sollt das in Java an der Stelle eben in der Formatierung schreiben, dass ihr die Chance hättet, es auch selber mal auszuprobieren. Ich weiß nicht, jeder fühlt sich da schon so wohl damit. Gedanklich kann man das aber auch noch sehr weit bringen hier. Okay, jetzt haben wir ein BitNor. Jetzt gucken wir uns mal Bit XOR an. Das können wir auch machen. Auch ein XOR hat ein X und ein Y, was da reinkommt. Und als Operatoren gilt auch hier, wir dürfen AND und Negation benutzen. Ja, wie gehen wir jetzt hier vor? BitXOR. Wie sah denn das XOR aus? Was war denn da die Beschreibung? Na, wir hatten oben gesagt, XOR, das ist dann ganz exklusiv, dass dann nur die eine oder die andere
jeweils dann die 1 haben darf. Also ja, wir könnten die allereinfachste Form erstmal schreiben. Das wäre, wir haben x, x or y. Damit kommen wir aber noch nicht viel weiter. Da sollten wir uns überlegen, wie wir das vielleicht in eine andere Form bringen können. Und wir können halt gucken. Wir haben, oder habt ihr eine Idee, wie wir es umschreiben können? Wir müssen ja irgendwie so langsam in die Richtung mit und oder irgendwas kommen, womit wir dann weiterarbeiten können. Wir werden noch nicht auf dem ersten Schritt das wahrscheinlich schaffen, aber wir können uns dem Ganzen schon mal annähern, wie wir dichter bei einem Ergebnis sind, mit dem wir arbeiten können. Okay, wir haben da ein paar Vorschläge. Jetzt wollen wir mal gucken. Okay, ich glaube beim zweiten, da haben wir noch einen Fehler da drin. Da sind wir zu viel. Das ist ein oder zu viel, das müsste, nee, ein und zu viel, das müsste dann oder in der Mitte sein. Das wäre die eine Variante. Und genau, wir können das nehmen, das erste hier. Wir haben dann ein wir sagen, wir haben x gilt. Und Y nicht. Das ist die eine Variante. Oder es gilt nicht X, und gleichzeitig gilt Y. Also gucken wir uns das mal mit den Wahrheitswerten an. Der Teil hier kann nur dann wahr werden, wenn x wahr ist und y nicht wahr. Weil das muss beides gleichzeitig gelten. Der Teil gilt nur, wenn nicht x wahr ist und y nicht wahr ist. Und es darf nur jeweils eins von beiden gelten. So, das wäre die eine Möglichkeit. Wir könnten das, also es gibt noch eine zweite Schreibweise, wo wir dann mit ors außen in den Klammern sind und die große Verknüpfung ist das and, aber wir können hiermit auch das machen. Und jetzt müssten wir überlegen, wie kriegen wir denn hier das raus? Wie kriegen wir denn hier unser, ja, wir haben oder da drin, wir dürfen es nicht haben, wie können wir das hier irgendwie rauskriegen? Ist auch so ein Trick aus der Mathematik, den wir nutzen können, damit wir an Zahlen nichts am Wahrheitswert des Ganzen ändern, aber dafür eben sorgen, dass wir dann zum richtigen Ergebnis kommen. Oder zumindest zu einem, was wir nutzen dürfen. Okay, welche Regel haben wir eben angewandt, die uns sehr viel geholfen hat? Und warum können wir sie jetzt gerade nicht anwenden?
Wir haben eben beim Bitno haben wir was gemacht. Das dürfen wir hier noch nicht machen. Warum nicht? Okay, genau. Eben hatten wir was, hier negiert ist vor dem Ganzen. Das haben wir hier nicht. Das ist ja doof. Sonst könnten wir die Regel von dem Morgen anwenden. Wie können wir vielleicht eine Negation dahin kriegen? Es gibt etwas in der Mathematik. Den Begriff habt ihr sicherlich auch schon gehört, nämlich die doppelte Negation. Also, ich kann mir das Ganze hier ja nehmen. Und ich kann sagen, jetzt nochmal einfach eine ganze Klammer rum um das Ganze. Und ich negiere das einmal. Jetzt ändere ich den Wert der Wahrheitswerte. Und ich negiere die Negation noch einmal. Und zweimal negiert ist ja wieder das gleiche wie die Ausgangswerte. Das heißt, ich habe jetzt die Wahrheitswerte nicht verändert. Aber ihr seht, jetzt habe ich hier in der Mitte eine Negation davor. Und jetzt darf ich wieder den Morgen anwenden. So, also doppelte Negation. Und dann mit dem Morgen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen mit den Klammern. Ich habe das Ganze hier mit. Klammer. Dann müssen wir uns mal von der Mitte rantasten. Wir haben in der Mitte das Und. Und den ersten Teil haben wir negiert. Und dann haben wir auf der zweiten Seite den Teil. Na, wie war das hier? Hier war das auch wieder negiert. Jetzt müssen wir mit den Klammern einmal gucken. Da zwei, da zwei. Da im Endeffekt noch eine dritte. Eventuell ist das auch eine zu viel, das müssen wir nochmal gucken. So, jetzt haben wir nämlich den Morgen einmal umgeformt. Einmal alles rausgenommen. Und die Schreibweise ist jetzt vielleicht nicht unbedingt hübsch und übersichtlich, aber wir haben nur noch und Negation da drin. Das ist das, was wir haben dürfen. Das heißt, wir können das Ganze auch als Ergebnis machen. Das sollten wir nochmal. So, public static int build xor mit int x int y wurde angefangen. Und dann das Ganze hier einmal zurückgeben. Das ist auch schon das, was wir an der Stelle brauchen.
Okay, genau, also in der Hausaufgabe, deswegen guckt so ein bisschen, sowohl hier als auch wenn wir dann irgendwie wieder mit Umformung was haben, könnt ihr irgendwie mit dem Morgen euch behelfen, weil ihr vielleicht genau das umformen wollt, könnt ihr euch mit doppelten Negationen behelfen, weil ihr irgendwo vielleicht Negationen rein braucht. Und dann gibt es noch die Aufgabe 3, nicht 3, 5, 5c. Da geht es um Rotate Left. Ihr sollt Rotate Left nachbilden. Und wir erinnern uns, Rotate Left war das hier. Das heißt, wir schieben nach links. Und das, was links rausfällt, kommt von rechts wieder rein. Wenn es da keinen Operator direkt gibt und wir sollen das mit. Da waren wir. Und wir sollen das mit bitweisen Operationen machen und ja, Shifts haben wir auch, die erlaubt sind. Aber halt eben nicht also ja, das Rotate haben wir nicht. Habt ihr eine Idee, wie wir daran rangehen können, dass wir einen Rotate Left nachbilden? Ja, also, dass wir da irgendwie hinkommen. Grobe Idee. Ja, ein Rotate Right haben wir auch nicht hier. Ist auch keine von den Operationen, die wir nutzen dürfen. Na, guckt eben, ganz oben steht, was wir überhaupt benutzen dürfen für Operatoren. Da ist kein Rotate Right irgendwie drin. Aber wenn wir uns das Rotate Left ganz genau angucken, was ist denn das eigentlich? Wenn wir einmal geschoben haben, dann ist ja hier der Unterschied an der Stelle. Ne, das sind hier so die Unterschiede. Wir haben dann also einen vorderen Teil und einen hinteren Teil. Vielleicht sollten wir, ähnlich wie wir das ja auch schon mit Umrechnung von Kommazahlen hatten, in zwei Teilen das Ganze bearbeiten. Und jetzt könnt ihr nämlich mal überlegen. Das schreibe ich jetzt eben nicht auf. Jetzt könnt ihr mal überlegen, wie können wir mit dem vorderen Teil umgehen? Wie kommen wir aus dem, was wir haben, dahin? Das ist ja alles hier irgendwie nur so ein bisschen nach links, ne? Und der rechte Teil, wie kommen wir denn da am besten hin? Wir können ja mal, kleines Beispiel, Rotate Left von, nochmal eine etwas längere Zahl. Mit n gleich 3. Dann. Ach, Moment, das ist eine blöde Zahl. Die sieht ja genau gleich aus, wenn ich sie so rotiere. Also machen wir mal Rotate Left mit n gleich 3. Dann komme ich auf. Die ist raus, die ist raus, die ist raus. Eins, null, eins und die eins, eins, eins sind hinten reingeschoben. Na? Die vorderen, die sind jetzt alle drei nach links gerutscht. Und die rechten, das sind die, die vorne rausgefallen waren. Vielleicht haben wir ja eine Möglichkeit, wie wir das so hinkriegen, dass wir die rechts irgendwie haben, die wir da brauchen. So, also ne, in C, deswegen in zwei Teilen das Ganze und dann die zwei Teilergebnisse, wenn wir das einzeln behandelt haben, wie wir den vorderen und den hinteren Teil erreichen können, das dann einmal zusammenführen. Das ist das, was dann in Rotate Left drin steckt. Und als letztes gibt es noch das Thema des Absolutwertes. Da ist ja dann aufzupassen, zu gucken beim Absolutwert, dass wir positive und negative Werte haben können. Und wir hatten schon gesagt, wenn wir bei negativen Werten, ja, wenn wir uns das angucken wollen, dann. Wie war das, wenn wir einen negativen Wert haben?
Die stehen in welcher Darstellung meistens? Was hatten wir? Wie hieß das nochmal? Ah, okay. Gut, die Frage ist vielleicht erstmal berechtigt, die vorwegzuwerfen. Genau, Absolutwert, ein Betrag. Also, wenn ich den Absolutwert von minus 5 haben will, dann ist das 5. Weil das ist dann ist das Minus nicht mehr relevant, sondern es ist dann nur noch quasi der Wert an sich, die 5. Wenn es minus 10 ist, dann ist es 10. Und der Betrag auch von 10 oder der Absolutwert von 10 ist auch, der bleibt bei 10. Also im Endeffekt, genau, gut. Genau, aber nochmal, wie war das noch mit negativen Zahlen? Wie sind die sonst so angegeben? Was kennen wir da? Genau, Zweierkomplement. Zweierkomplement heißt, was wissen wir dann über die ganz, ganz linke Stelle, wenn es eine negative Zahl ist? Das ist eine 1. Okay, gut. Okay, jetzt wissen wir also, wenn wir für einen Absolutwert vielleicht unterschiedliche Behandlungen haben wollen, je nachdem, ob das eine positive oder negative Zahl ist, dann ist für uns relativ ausschlaggebend die ganz, ganz linke Stelle. Das heißt, alles, was ihr an Berechnung machen wollt, wo ihr dafür was braucht, was die linke Stelle mit berücksichtigt, dann bietet sich vielleicht der arithmetische Rechtsschritt an, weil der uns die Stelle 1 behält. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt 3, 4, 5 verschiedene Lösungsmöglichkeiten, an diese Aufgabe ranzugehen. Und eine ist halt eben zu gucken, so ein bisschen, ne, was weiß ich halt über die Zahl? Und wenn es eine negative ist, dann muss ich ja irgendwie gucken, aus dem Zweierkomplement wieder in eine andere Zahl zu kommen. Wie war das noch vom Zweierkomplement? Wie komme ich da in die entsprechende Zahl positiv geschrieben? Welche das eigentlich ist? Wie wandle ich das mit dem Zweierkomplement um? Okay, minus 1 und invertieren, minus 1, plus 1 und invertieren, ne? Plus auf der letzten Stelle, bitte. Genau, also das könnte man halt überlegen, ob man eine Möglichkeit findet, wie man abhängig davon, welche Zahl man hat, nur bei einer negativen Zahl nochmal invertiert und ein plus 1 setzt. Genau, und weil da die Frage nochmal kommt, es ist bei der Umwandlung vom Zweierkomplement in beide Richtungen, es ist immer ein plus 1 auf der letzten Stelle. Das ist, weil das vorwärts und rückwärts genau gleich zu rechnen ist. Ihr könntet das auch anders machen, aber merkt es euch einfach mit dem plus 1, dann macht ihr es immer richtig. Könnt ihr keinen Fehler rausmachen. Ja. Genau, also deswegen, wie gesagt, vielleicht eben gucken, ah, okay, ich habe. Muss also, je nachdem, ob ich positive oder negative Zahl habe, unterschiedlich vorgehen. Wie kann ich mir bei einer negativen Zahl behelfen, dass ich das Ganze in die positive Zahl umwandle? Am besten eben in diese Zweierkomplements, also ne, vom Zweierkomplement umrechnen. Und genau, also hier vielleicht tatsächlich nochmal der Hinweis auf Thema Bitmaskierung in unterschiedlicher Form, was wir machen können. Dass wir bestimmte Bits, hatten wir das, da hatten wir das, dass wir eben bestimmte Bits entweder löschen oder setzen können. Tatsächlich nur setzen geschrieben, aber löschen ist ja auch das Gleiche. Und dann eben zu gucken, wie wir das zusammenbauen an der Stelle. Genau, das so ein bisschen, die Aufgabe ist ein bisschen tricky, aber wenn ihr da stückweise vorgeht, dann habt ihr da, glaube ich, auch eine Chance, da ranzukommen. Gut, dann haben wir, glaube ich, soweit alles. Wie gesagt, zur Erinnerung an 5.1, sonst nochmal, wenn euch das vorhin die Wiederholung nicht gereicht hat, nochmal in letzte Woche reingucken, was wir da gemacht haben. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch ein erfolgreiches Aufgabenblatt, eine erfolgreiche Woche und ja, man sieht sich vielleicht nächste Woche oder irgendwann anders bei anderen Gelegenheiten.